Wir brauchen die bisherigen Wissensstände für eine jede Untersuchung, hatten wir gesagt, ne? Kein Forschungsprojekt kommt ohne den bisherigen Stand der Forschung aus. Aber wie soll ich das nun wieder machen? Wo finde ich denn diese Quellen zum Stand der Forschung, möglichst aktuell natürlich? Das ist keine Hexerei. Ich zeige euch in diesem Tutorial die Wege zu den Quellen und verrate euch auch, welche Arten von Quellen wir überhaupt nutzen können für unsere wissenschaftlichen Arbeiten. Also, wo finden ist das eine und nach welchen Kriterien auswählen ist das andere. Willkommen zu diesem Tutorial, das euch große Hürden ersparen wird. Ich bin Martin Gärtler von ForschenLernen.jetzt und helfe euch, eure nächste wissenschaftliche Arbeit bestmöglich und schnellstmöglich zu erstellen. Versprochen. Dazu gibt es diese Reihe von Tutorials und außerdem vertiefende Selbstlernkurse, alles online, ein Lehrbuch, Online-FAQ zum wissenschaftlichen Arbeiten und vieles mehr unter ForschenLernen.jetzt. Nur geht es hier erst einmal um aktuelle Quellen und wie wir sie mit Blick auf unseren Untersuchungsgegenstand, den wir natürlich brauchen, finden können. Das ist also erstmal eine ganz praktische Frage. Wie immer gibt es auch diesmal natürlich wieder einen Bonus, also eine Zugabe, heute mit einer ganz klaren Ansage zur Auswahl eurer Quellen. Denn längst nicht alles, was zitierfähig wäre, ist auch zitierwürdig. Reden wir also nun über die Quellen und wie und wo wir sie denn finden. Erst einmal, wir müssen drei Arten wissenschaftlicher Literatur unterscheiden. Erstens, Primärquellen im Sinne von wissenschaftlichen Originalschriften. Zweitens, Sekundärquellen wie Bibliografien oder Bibliothekskataloge. Und drittens, Tertiärquellen wie Wörterbücher, Handbücher oder Lehrbücher. Lasst mich das mal eben erläutern. Zuerstens, die Primärquellen sind im besten Falle Berichte über eigene Forschungsergebnisse der Autoren. So etwas wird in der Regel in Journals, also in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, publiziert. Auch Monographien sind meist Primärquellen. Sie stellen zum Beispiel einen einzelnen Untersuchungsgegenstand und die Ergebnisse des Untersuchungsweges vor, sind dabei weniger aktuell als Forschungsbeiträge in Journals. Primärquellen können auch Positionspapiere sein, die als ausführliche Varianten mitunter sogar als gedruckte Bücher erschienen sind, insofern ebenfalls weniger aktuell qua Inhalt und Resultaten. Häufig finden sich solche Texte in Sammelbänden, die sich einem Themenkomplex oder Forschungsgegenstand widmen und zu denen mehrere Autoren etwas beisteuern, oft auch aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten. All diese bezeichnen wir als Primärquellen, weil in ihnen neues Wissen vermittelt wird, das mit Hilfe von unterschiedlichen wissenschaftlichen Methoden generiert wurde. Als Sekundärquellen bezeichnet man Bibliografien oder Bibliothekskataloge, also Verzeichnisse von Primärquellen und von Quellen jeglicher Art. Sie bieten Übersichten von vorhandener Literatur zu bestimmten Forschungsgegenständen und das unter definierten Auswahlkriterien. Damit sind sie gute Hilfen bei unserer notwendigen Suche nach Primärliteratur, nach dem vorhandenen Wissen, auf dem wir bei jeder neuen Untersuchung ja aufbauen müssen, um neues Wissen mit wissenschaftlichen Methoden selbst generieren zu können. Und schließlich die Tertiärquellen. Es sind Wörterbücher, die uns die Bedeutungen verwendeter Begriffe erschließen. Es sind Handbücher, die uns Zusammenfassungen von bisher erzeugten Sachständen anbieten. Und auch Lehrbücher zählen dazu. In ihnen werden Sachverhalte und Forschungsstände präsentiert, wie sie für eine bestimmte Zielgruppe als Grundlage für ihre Einarbeitung in das Wissensgebiet dienen sollen. Typisches Beispiel: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre, Handbuch Medienethik, Forschungsmethode und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften. Die Begriffe Primärquellen, Sekundärquellen und Tertiärquellen bezeichnen in diesem Fall drei Arten wissenschaftlicher Literatur. Beim Arbeiten mit Quellen werden die ersten beiden Begriffe, also Primärquellen und Sekundärquellen, auch noch in anderer Hinsicht verwendet, dazu später mehr. Hier geht es ja um die Quellensuche, um das Finden von Quellen. Und dabei sind diese drei Arten von Literatur schon mal sehr wichtig. Denn wenn wir Literatur suchen, weil wir den Stand der Forschung für unsere eigene Untersuchung erst einmal ermitteln und dann auch vermitteln müssen, gibt uns diese Sortierung eine gute Orientierung. Letztlich benötigen wir natürlich Primärquellen. Und weil es um den Stand der Forschung geht, müssen sie aktuell sein, sprich
Journalbeiträge und neueste Bücher, also Monographien und Sammelbände. Wenn ihr euch zuvor erst einmal noch umschauen wollt, könnt ihr natürlich auch mit Sekundär- und Tertiärliteratur starten. Besonders, wenn ihr eine Praxisfrage anpacken wollt. Beispiel, gerade eben im Netz gefunden, Entwicklung eines Monitoring auf Basis der Kostenanalyse im Fernwärmeanschluss. Besonders dann ist es wichtig, zunächst einmal die Grundlagen aus Praxis und Theorie zu diesen Variablen zu kennen. Monitoring, Kostenanalyse, Fernwärmeanschluss. Und wenn das erledigt ist, klärt sich bald, was genau ihr dann untersuchen könnt. Wir schreiben ja nicht über etwas, sondern haben etwas zu untersuchen. Daher folgt dann erst der Sprung in den aktuellen Stand der Forschung. Und dann könnt ihr auch bald einschätzen und begründen, dass die Problemstellung, die ihr untersuchen und über eine Zielsetzung zur Lösung bringen wollt, bisher noch nicht wissenschaftlich gelöst worden ist. Auch das ist ja notwendig. Wo findet ihr nun die Quellen? In sogenannten Online-Datenbanken, die euch von euren Hochschulen zur Nutzung angeboten werden, findet ihr vor allem aktuelle wissenschaftliche Literatur, insbesondere in Form von Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften, den Journals. Zur Recherche in solchen Online-Datenbanken gibt man Autorennamen ein, vollständige Titel, sofern schon bekannt, oder aber Schlagwörter. Da die Suchfunktionen der Datenbanken nicht immer mit KI, mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, macht euch unbedingt die Mühe, Begriffe stets erst im Singular einzugeben und dann zu suchen und danach separat noch einmal im Plural. Bei der Internetrecherche außerhalb der Online-Datenbanken kann man die Pattern-Methode oder die semantische Methode nutzen. Bei der Pattern-Methode gibt man ein Schlagwort ein. Je allgemeiner, desto mehr Treffer werden angezeigt. Bei der semantischen Methode werden durch mehrere Begriffe inhaltliche Zusammenhänge geschaffen. Damit wird eine Recherche erfolgreicher ausfallen. Probiert also auch Kombinationen von Suchbegriffen aus. Wir müssen uns klar machen, nichts, rein gar nichts geht ohne Referenzierung, ohne Bezugnahme auf bereits vorhandene Literatur. Die will, die muss also gefunden werden. Zum einen brauchen wir stets den Stand der aktuellen Forschung zu unserem Vorhaben. Und wir müssen ihn auch verwenden, um nicht etwas zu erforschen, was just schon jemand anders geschafft hatte. Zum anderen brauchen wir den Stand der Forschung, also die aktuelle wissenschaftliche Literatur, um zu erkennen, mit welchen Methoden man dort vorgegangen ist, um das derzeit verfügbare Wissen zu erzeugen. Schließlich stehen wir ja auch noch vor der Frage, wie wir selbst methodisch vorgehen werden wollen, sollen, müssen. Und es kann durchaus hilfreich sein, wenn wir uns nicht nur die Ergebnisse der vorherigen Studien notieren, sondern auch die dort gewählte Vorgehensweise. Wie sind die Resultate eigentlich entstanden? Wurden dort zum Beispiel Daten erhoben? Dann müssen wir wissen und in unserer Arbeit auch angeben können, warum sie in welchem Kontext und mit welchen Methoden entstanden sind und ausgewertet wurden. Und dann könnte es möglicherweise ja interessant sein, den dort vorgefundenen Untersuchungsweg auch für unseren eigenen konkreten Untersuchungsgegenstand anzuwenden. Also gleiche Erhebungsmethoden zu nutzen, die woanders zu bestimmten Ergebnissen führten, um zu schauen, zu welchen Ergebnissen diese Methode bei unseren eigenen Vorhaben führen. Wahrscheinlich wäre uns das aber gar nicht möglich, ob von der Sache her oder weil wir qua Ausstattung, also technisch oder finanziell oder zeitlich, gar nicht mithalten könnten. Dann könnt ihr auch das in eurer wissenschaftlichen Arbeit thematisch einbringen und könnt begründen, warum ihr nun welchen anderen Untersuchungsweg wählt. Ihr merkt schon, das Thema Quellen finden ist schon eine echte Herausforderung. Aber es bringt so viel für eure Arbeiten. Daher rate ich allen schon, bei der Themenfindung in eine erste Quellensuche einzusteigen. Erstens trainiert das eure detektivischen Fähigkeiten beim Suchen auch etwas zu finden. Und zweitens könnt ihr dann euren Betreuern auch schon mal besser eure Themenwahl und Themenformulierung begründen. Nun der Exkurs, der Bonus ist dran und wir bleiben bei den Quellen. Achtung, Warnung, nicht jede Quelle ist für eure wissenschaftliche Arbeit gut. Mit einer untauglichen Quellenwahl könnt ihr euch die komplette Arbeit vermasseln. Warum? Nun, jede Quelle, die ihr verwendet, muss angegeben werden. Na gut, das mache ich doch. Mag sein, aber
wenn Quellen dabei sind, die nicht für wissenschaftliche Arbeit nutzbar sind, wird die Arbeit in ihren Ergebnissen nicht valide sein und daher wertlos. Um dies deutlich zu machen, unterscheide ich zwischen zitierfähig und zitierwürdig. Als zitierfähig gelten Quellen, die überprüfbar sind, da sie regulär irgendwann und irgendwo publiziert wurden und infolgedessen in Bibliotheken oder online verfügbar sind. Rein technisch sind solche Quellen also zitierbar, zitierfähig. Doch längst nicht jede zitierfähige Quelle ist auch zitierwürdig. Bleiben wir zunächst bei der Zitierfähigkeit einer Quelle. Alle Quellen, die genutzt werden sollen, müssen auf jeden Fall veröffentlicht sein, wie schon gesagt. Erst dann sind sie als zitierfähig einzustufen. Wenn dies nicht der Fall ist, etwa bei eigens durchgeführten Interviews oder Informationen durch Dritte, haben wir oft, müssen diese Quellen im Anhang der Arbeit dokumentiert und im Rahmen der Arbeit selbst veröffentlicht und somit zitierfähig gemacht werden. Dies bedeutet auch, dass Hausarbeiten und Abschlussarbeiten, die möglicherweise in der hochschuleigenen Bibliothek einsehbar sind, nicht zitierfähig sind, nicht zitierbar, denn sie sind nicht publiziert und somit Dritten nicht zugänglich, damit nicht überprüfbar. Dem wissenschaftlichen Qualitätskriterium der Überprüfbarkeit genügt nämlich die Tatsache nicht, dass eine Arbeit beispielsweise in der Bibliothek einer einzigen Hochschule öffentlich zugänglich ist. Denn nicht veröffentlichte Abschlussarbeiten sind nicht über die automatisierte Fernleihe mal eben erreichbar. Veröffentlicht bedeutet hingegen, dass ein Werk über eine lokale Einrichtung hinaus verfügbar ist, im Buchhandel, in diversen Bibliotheken, so über Fernleihe erreichbar oder online abrufbar. Dies wäre im Falle jener Diplom- oder sonstigen Abschlussarbeit erst dann gegeben, wenn sie von einem entsprechenden Verlag veröffentlicht worden wäre. Wer also Inhalte aus einer lediglich örtlich zugänglichen Abschlussarbeit zitiert und als Quelle nutzt, bekommt vom Prüfer unausweichlich angestrichen, dass dies eine nicht zitierfähige Quelle ist, da nicht veröffentlicht. Achtet also darauf, dass ihr nur wirklich veröffentlichte Quellen verwendet. Als Prüfer muss ich nur einmal euer Quellenverzeichnis durchcrawlen. Hinten am Ende der Arbeit ist es zu finden. Wenn mich irgendwo ein nicht valider Eintrag anschaut, dem anzusehen ist, dass jene Quelle nicht veröffentlicht wurde, sondern nur in euren Händen lag, ist die Prüfung schnell beendet. Das ist wie in der Fahrschule. Einmal falsch geblinkt oder gar nicht, einmal nicht nochmals umgeschaut, schon ist die Prüfung nicht bestanden. Nur was veröffentlicht ist, kann eine Quelle sein. Klar? Okay. Damit weiter zur Zitierwürdigkeit. Als zitierwürdig gelten in der Regel nur wissenschaftliche Quellen sowie von Organisationen und Unternehmen über sie selbst betreffende Sachverhalte publizierte Informationen. Nicht aber journalistische bzw. der Unterhaltung dienende Produkte. Publikumszeitschriften und sonstige nichtwissenschaftliche Literatur gelten grundsätzlich als nicht zitierwürdig. Sie sind für eine wissenschaftliche Argumentation nicht nutzbar. Journalistische Produkte und Unterhaltungsprodukte sind von Natur aus keine wissenschaftlichen Produkte. Zu den nichtwissenschaftlichen Quellen zählt auch die Online-Enzyklopädie Wikipedia, da dort keine wissenschaftliche Verantwortung gewährleistet ist. Ihr könnt zwar solch ein Lexikon zum Einlesen und Spurenfinden verwenden, als Tertiärliteratur also, aber zitierwürdig sind die dortigen Einträge nicht. Es gibt Ausnahmen. Nichtwissenschaftliche Literatur kann in sehr beschränktem Umfang im Entdeckungszusammenhang, also in der Einleitung eurer Arbeiten, referenziert werden, gegebenenfalls auch punktuell im Hauptteil zur bloßen Darstellung und womöglich wissenschaftlichen Widerlegung von publizierten nichtwissenschaftlichen Meinungen und Informationen. Nicht aber für die eigentliche Argumentation der Arbeit. Nichtwissenschaftliche Literatur kann genutzt und referenziert werden, wenn dort die unbearbeitete Aussage eines Wissenschaftlers oder auch eines Politikers oder eines Unternehmers publiziert wurde. Zum Beispiel per Interview oder in Form eines Beitrags unter seinem eigenen Namen. Nichtwissenschaftliche Literatur ist selbstverständlich dann zu nutzen und zu referenzieren, wenn sie selbst Untersuchungsgegenstand ist. Beruflich und fachlich relevante Publikationen von Organisationen und Verbänden selbst können und müssen bei entsprechender Zielsetzung der Untersuchung selbstverständlich genutzt und zitiert werden.
Denken wir dabei an Statistiken, Jahresberichte, Stellungnahmen und so weiter. Kurzum, zitierfähig ist, was publiziert wurde und daher überprüfbar ist. Zitierwürdig hingegen ist nur, was aus wissenschaftlichen oder seriösen fachlichen Quellen stammt. Und wenn euer Untersuchungsthema noch so trendy ist, kein Blog, keine Social Media Posts und keine Beiträge aus Publikumszeitschriften können dazu als argumentative Quellen dienen. Wer dagegen verstößt, verliert tatsächlich nicht nur eine gute Bewertung, sondern wird durchfallen müssen. Denn, und ich sage es nochmal, das Ergebnis der Arbeit wäre dadurch automatisch nicht valide. Es ist jetzt wichtig, dass ihr eure Notizen zu dieser Lektion noch einmal in Ruhe durchschaut. Habt ihr euch alle Stichworte notiert? Wenn nicht, investiert die Zeit und wiederholt dieses Video. Notiert euch dabei gemäß dem Konzept der Cornell Notes die Stichworte. Macht euch Notizen und schreibt am Ende eure ganz eigene Zusammenfassung. Wie das geht mit den Cornell Notes? Siehe den Hinweis in den Beschreibungen unter diesem Video. Am nächsten Sonntag gibt's bei YouTube mein nächstes Tutorial. Abonniert am besten den Kanal und aktiviert auch die Benachrichtigungen. Dann erfahrt ihr zugleich, wenn es hier weitergeht. Macht's gut, bis nächsten Sonntag.